Karl Geyer ist ein Mann mit Visionen gewesen und unglaublich viel Akribie im Beobachten, im Deuten und dann auch im Lehren, wie Wald funktionieren sollte, muss man sagen. Aus diesen Beobachtungen wird heute noch viel abgeleitet, wie man Waldwirtschaft und Waldbau betrachtet. Ich habe jetzt hier Dr. Pröbske. Er ist der Präsident der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Auch hier auf der Veranstaltung. Die Eiche hat eine ganz lange Geschichte und Tradition in Deutschland und vor allem hier mitten in Franken über die Spessart-Eiche. Da kann man ja wahrscheinlich auch annehmen, dass sie auch eine lange Geschichte in die Zukunft haben wird, selbst in Zeiten der Turbulenzen durch den Klimawandel. Ja, die Eiche hat nicht nur eine gute Zukunft, dass es so bleibt, wie es ist, sondern wir prognostizieren zumindest für die nächsten Jahrzehnte ihr eine fast noch bessere Zukunft, denn sie ist eine der Profiteure des Klimawandels, allerdings nicht auf 100 Jahre betrachtet, da wird auch sie Probleme bekommen, aber für die nächsten Jahre. Und das ist wichtig, dass wir Baumarten haben, heimische Baumarten, die jetzt schon in großer Zahl vorkommen, das ist die Eiche, die wir für den Klimawandel in den nächsten Jahren gut verwenden können und die unsere Wälder stabilisieren. Das Einzige, und das lernen wir von Karl Geyer, es darf nicht die einzige Baumart sein. Wir dürfen jetzt nicht sagen, die Eiche ist die Zukunftsbaumart, das wird sie nicht sein, sondern sie ist eine Facette, eine größere Facette für die zukünftigen Wälder. Für Bayern schauen die Prognosen so aus, dass die Eiche in den nächsten 20, 30, 40 Jahren fast in ganz Bayern, vielleicht nicht im Hochgebirge und nicht in den Hochlagen der Mittelgebirge, aber dort eine sehr gute Zukunft haben wird. Deswegen setzen wir sehr auf sie. Die Buche, im Gegensatz dazu auch eine wichtige Laubbaumart, der sagen wir, ja, sie ist eine wichtige Baumart im Klimawandel ebenfalls, aber sie wird schneller zu kämpfen haben mit den Folgen. Und das haben wir jetzt in den letzten 4 Trockenjahren, in den letzten von den 5 letzten Jahren waren ja 4 dramatische Trockenjahre, Hitzejahre. Da sehen wir, dass die Buche sehr wohl schnell zeichnet und dass sie von oben her abstirbt. Und die Eiche profitiert, wird konkurrenzkräftiger im Vergleich zu den anderen Baumarten. Es wird sehr viel über die Laubbäume gesprochen, fällt mir auf. In den letzten Jahren kann man sagen, man hat das Gefühl, die Nadelbäume, die fallen regelrecht hinten runter. Gibt es denn da überhaupt noch eine Zukunft für bestimmte Nadelbaumarten, die zusammen vielleicht oder in ihren Verbreitungsgebieten auch in der Zukunft Sinn machen, falls jetzt jemand überlegt? Es gibt ja viele, viele Waldbauern in Bayern oder auch Waldbesitzer, die tatsächlich vor der Frage stehen, was mache ich für meine Kinder oder Kindeskinder? Ja. Wir brauchen jede einzelne Baumart, die wir haben. So viele haben wir ja nicht. Aber das werden keine, selbst die Fichte oder die Kiefer, wir freuen uns über jede, die da ist. Wir nehmen die auch mit, aber das werden keine großflächigen Bestände mehr werden, sondern das werden Mischbaumarten, wertvolle Mischbaumarten, aber es werden Mischbaumarten sein. Die Fichte kommt langsam, aber sicher wirklich an ihre Grenzen. Das heißt, ob wir die als Mischbaumart auf Dauer zumindest in den niedrigen Lagen halten können, da bin ich eher skeptisch. Aber Tanne, Lärche, auch Kiefer, das werden Mischbaumarten sein, aber leider nur Mischbaumarten. So richtig Baumarten, die wirklich gut und vital mit diesen neuen Bedingungen zurechtkommen, ist es eher schwierig. Da haben wir eine Nadelbaumart, das ist allerdings eine neue, also eine ausländische Baumart, das ist die Douglasie. Die Douglasie, der trauen wir im Klimawandel noch einiges zu, aber es ist auch eine sehr empfindliche Baumart, neben den Naturschutzbedenken. Es ist eine empfindliche Baumart, das heißt, sie muss unheimlich gut gepflanzt werden. Sonst haben wir genau die gleichen Flachwurzler wie bei der Fichte auch. Also das heißt, um eine Douglasie muss ich mich viel, viel mehr kümmern als um andere Baumarten.
Empathie für den Wald, das war auch so ein bisschen ein Stichwort heute, auch schon zurückgehend auf einen der großen Giganten, wie es hier hieß, der Forstwirtschaft oder Forstwissenschaft, Karl Geiger, von 200 Jahren Rückblick. Wenn wir jetzt sehen, wie durch Corona, durch das eigentlich ja doch wachsende Umweltbewusstsein im Klimawandel, der Wald immer mehr ins Bewusstsein auch der Bevölkerung gerutscht ist, die Wohlfahrtswirkung und all die Dinge, die sich da in diesem Riesengeflecht des Ökosystems drum ranken. Die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ist ja Teil des Forstzentrums Freising, eine, ja, kann man sagen, Wissenshochburg weltweit. Gibt es denn aus diesem Zeitgeist heraus Entwicklungen jetzt in Ihrem Haus, wo Sie sagen, da werden wir jetzt unseren Schwerpunkt drauflegen in den nächsten Jahren, das ist wichtig, das müssen wir in den Fokus nehmen, da wird geforscht, da besteht immer noch Bedarf, da ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, Empathie, das langt mir fast noch nicht. Die Frage war ja eigentlich Liebe zum Wald. Und ich glaube, Liebe zum Wald ist was anderes als Empathie. Und die Liebe zum Wald ist einfach notwendig. Und die bringen die Förster tatsächlich mit, sonst würden sie diese Leistung und diese weit über das Normale, was die Förster durch die Bank eigentlich leisten, gar nicht mitbringen. Das geht nur, wenn ich mit meiner Arbeitsstätte, wenn ich den Wald auch tatsächlich liebe und nicht nur Empathie habe für ihn. Das war die eine Frage. Die andere Frage war, forschen wir weiter? Wir forschen in den verschiedensten Blickwinkeln natürlich weiter, was man von uns verlangen würde, wie sind die andere Baumarten geeignet, was können wir tun mit den bestehenden Baumarten, wie können wir die Bäume behandeln, die Wälder behandeln, dass sie eben nicht absterben großflächig oder wenn es passiert, dass sie sich möglichst schnell wieder erholen. Das ist ein Forschungsschwerpunkt, selbstverständlich, genauso wie die Biodiversität, also alles, was mit Insekten, Käfern, mit der ganzen Lebewelt der Wälder zusammenhängt. Aber vielleicht, worauf Sie hinaus abgezielt haben, ja, wir forschen insbesondere in der Sozioökonomie oder in der Befragung der Leute, was schätzt denn unsere Gesellschaft eigentlich am Wald ein? Welche Ökosystemdienstleistungen, früher hat man Waldfunktionen gesagt, welche Ökosystemdienstleistungen soll denn der Wald tatsächlich erbringen und was ist die Gesellschaft auch bereit, wirklich für diesen Wald zu bezahlen? Das ist gar nicht so wenig. Also wir sagen, ja, in der Gesellschaft ist die Bereitschaft da, sich zu engagieren für den Wald, auch etwas zu bezahlen für den Wald. Und das müssen wir deutlicher noch einmal herausarbeiten. Und das machen wir gerade über Forschungsprojekte, wo wir einfach die Bedürfnisse der Menschen an den Wald abfragen und dementsprechend dann auch sagen, und wie können wir Wälder entscheiden, die möglichst breit und möglichst viele dieser Wünsche auch tatsächlich abdecken. Beziehungsweise anders, wenn es einen bestimmten Wunsch gibt, was muss man für diesen Wunsch machen, für die Erholung machen und was man auf der anderen Seite vielleicht für die Wasserwirtschaft machen. Oder überlappt das sich?